Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Survive 2, so besser. Und wieder mit dabei, wie immer, hier unten der Kamin. Grüß dich. Ja, hi. Ja, wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen im Sumpf rumgeprügelt, haben ja, geholfen, dem Clifton, seinem Bruder Roscoe, glaube ich, hieß er, zu finden und haben uns für diese Folge mal überlegt, wir müssen mal ein bisschen zugucken, dass unser Camp auch mal ein bisschen wächst. Wir haben ja doch ein paar Items schon gesammelt und haben jetzt auch festgestellt, wir können auch das eine oder andere schon bauen. Und wenn ich dann auf den richtigen Knopf gucke, dann können wir auch hier mal reingehen ins Handwerk. Die Sachen dafür habe ich nämlich schon mal ins Inventar geschoben. Und zwar ist jetzt, haben wir uns so abgesprochen, dass ich als nächstes hier die Küche mal baue. So, und die habe ich jetzt in meinem Inventar. Da ist sie. Und jetzt muss ich die irgendwo hier hinstellen. Mal gerade gucken, wie drehe ich das nochmal. So, genau. Dann setzen wir doch einfach mal hier so hin. Ich sehe jetzt gar keine unterlegte Farbe hier. Okay, können wir hier nicht hinsetzen. Muss ich die hier oben etwa hin tun oder was? Ach, du möchtest die hier unten im Dreck bauen? Ja, wollte ich, aber das ist irgendwie, ich habe hier alles nur rot und hast nicht gesehen. Ich laufe mal hier hoch. Gucken, ob ich die irgendwo hier hinten hinsetzen kann. War alles ein bisschen aufgeteilt eher dann. Nee, schon wieder die falsche Taste, so. So, nochmal die Küche. Ich glaube hier, das schimmert grünlich. Das ist gerade ein bisschen schwierig in der Nacht zu sehen. Hier ist alles wieder rot, da ist er grün. Dann setze ich sie dahin. So, da ist unsere Küche. Und in der können wir jetzt zum Beispiel gegrillte Fisch mit Erbsen machen. Beerensaft oder auch Rinderbraten mit Erbsen. Aber dafür brauchen wir erst noch Ja, Holz zu zweit. Also, naja, ist nicht sonderlich wichtig, aber ich laufe jetzt mal eben kurz hier zur Kiste rüber vom Kamin und packe hier genau. nämlich die Hammer da rein, weil wir haben nur zwei zusammenhängende Hammer. Und wir können die einfach noch nicht aufteilen. Er braucht den Hammer aber genauso. Deswegen kommt er jetzt da rüber und ist jetzt da drin. Jetzt wäre es halt interessant, wo wir den herbekommen haben. Ja, gute Frage. In der Zeit packe ich schon mal wieder hier meinen ganzen Stuff wieder in meine Kiste rein, weil ich wieder ein bisschen leerer bin. Denn ich baue jetzt schön hier ein Zubehör. Dann tue ich gleich auch die Pfeile bei ihm wieder rein. Stoffstücke nehme ich mit. Geldstücke bleiben hier. Großholzstücke bleiben hier. Stöcker bleiben hier. Und ich baue es So. einfach direkt gleich hier oben zwischen rein, oder? Ich bin ja gerade in meiner Kiste. Ich kann es nicht sehen. Also. Achso, da. Und das ist jetzt das Zubehör. Jawohl, und da kann man mit ein bisschen Aluplatte, Reifenstück und Tierhaut, ja. Tierhaut, genau. Können wir uns dann einen Brustschutz machen? Problem ist, ich habe nur zwei Tierhaut bisher. Weshalb Tierhaut, ich. da hätte ich noch was, aber. Können wir kurz gucken, was ich Ja, an Reifenstücke noch aber der habe? Rest fehlt alles. Also von Reifenstück hätte Nee. ich eins. So Bleiplatten habe ich. Was brauchen wir? Aluplatten, ne? Ja. Ich habe Aludosen, Alurohre. Brecheisen, Bleiplatten, wie gesagt, Blechplatten, ein Reifenstück habe ich tatsächlich auch. Nee, aber die Aluplatten Ja. fehlen mir auch, ja, eindeutig. Dann hilft sowieso nichts, dann. Nee, ich schmeiße hier nochmal eben kurz hier die Pfeile noch, die ich habe, hier in deine Kiste rein. 33 Stück an der Zahl. Doch schon so viel. Weil ich benutze den Stillebringer ja eh nicht, den lasse ich mal erstmal hier. Ist ja auch, haben wir ja festgestellt, nicht verkehrt hier mit verschiedenen Waffen zu agieren. Ja, doch, durchaus. So, mein ganzes Essen nehme ich dann halt alles mit. Ich könnte das jetzt hier upgraden, wenn ich jetzt noch eine Fischdose hätte. Die habe ich aber nicht. Ja, so haben wir schon mal wieder ein bisschen was gebaut hier bei uns. Auch wenn wir es jetzt noch nicht anwenden können. Und ich glaube auch hier ist auch nicht möglich, bisher weiterzugehen. Ja, ne? Die Pinette, den Blablabla als Pfeile. Das sind Bullets und ja, den Knochenbrecher. Dafür müssen wir erstmal die Gebäudestufe 3 haben und wir haben auch, glaube ich, kein Motorgehäuse. Also deswegen ist das auch noch nicht möglich für uns zu bauen. Ja, sollen wir dann nochmal zu Kovac gehen und gucken, was der so Nettes zu Ja, erzählen hat? auf jeden Fall. Das nächste wäre, müssten wir machen, glaube ich, eine Gießerei. Genau, dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Blechplatten.
Genau, also da fehlt mir noch ein bisschen was, die Gießerei hier. Ich sage jetzt auch noch mal eben, wir haben auch das Chemielabor, was natürlich auch noch fehlt. Und der Rest ist dann einfach nur noch Bewachung. Aber das Ding ist ja auch noch in einer Alpha-Version, das heißt, da kann auch noch was dazu kommen. Also zumindest eine Early Access. Ob es jetzt Alpha oder Beta ist, aber ich meine, es wäre eine Alpha. Ja, ist einfach. Okay, dann reden wir mal hier mit dem Kumpel Kovac. Genau, Reragu. Reragu. Kovac. Ich befürchte schon, was auf uns zukommen Extremely wird. Das haben wir troublesome nämlich gerade noch in man. der The Aufnahmepause, die wir zwischendurch bylaws gehabt haben. struggle Hier, so eine hard Rehe to nämlich send out. begegnet, das wird My wahrscheinlich jetzt der relays Fall aren't sein. relaying anymore. You think they've broken down? Not possible. I see the hand of man in the picture. Or so, here is my theory. Those flea bitten deer scratch themselves against the solution? Go there and put those Was für ein darn Käse. animals out of their misery. Please, you'll be helping my Relays, Okay, fünf don't infizierte Hirsche müssen wir töten. Dafür gibt es wieder EPs. Nicht zu knapp, das ist schön. Und wieder sind wir im Sumpf diesmal. Oh, dieser Sumpf. Dieser Sumpf, das ist so grausam. Und es sind doch nur fünf Hirsche. Allerdings habe ich die Begegnung mit dem Hirsch nicht gehabt, deswegen kann ich nichts zu dem sagen bisher. Ich Oh, habe zwar nur der zwei Hirsch, der Sachen haut gut gefunden. rein. Ja, also wenn der Hirsch das erste Mal mich reinhaut, dann bin ich direkt erstmal auf dem Boden. Ich habe ja wie gesagt noch ein Drittel Energiebalken. Den Kamin hat es vorhin in der Aufnahmepause einmal zerrissen. Lad, lad. So, schwarzer Bildschirm. Also mal. Ach, da oben ist er schon hingelaufen, aber wenigstens diesmal nicht nachts. Das ist auch schon mal. Ach, hier unten war auch gar nichts, Oh, okay. da oben ist schon einer. Jo, ich sehe ihn. Schieß ihn ab! Ja, der ist doch ordentlich schnell, aber wir haben jetzt auch unsere neue Nahkampfwaffe. Oh weh, oh weh, oh weh. Jo, ich sage ein Treffer. Ich kann jetzt auch nichts machen hier, ne? Ich könnte, ne, ich kann auch noch nicht Du mehr. musst jetzt auf mich warten, dass Ja. ich dich rette, bevor die dich hier zerfleischen, aber das Das wird, könnte. ja. Das wird wahrscheinlich spätestens mit dem dicken Klopsen Ja, hier. ja, 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 ja. Ja, mal gucken, was dann passiert. Ob ich dann eher aus der Ausgabe raus bin oder ob ich einfach unten wieder spawne. Ich bin jetzt tot. Immerhin verliert man seine Items nicht. Also, du bist tot. Belohnung minus 10% der EPs, also nicht 10 EPs. Also bei mir waren es vorhin 1% und 10 EP. Aber. Und so wahrscheinlich ist das während der Mission dann doch nochmal ein bisschen fataler. Jetzt aber. Ich habe wieder ein paar Pfeile aufgenommen, ist ja nicht weiter tragisch. Nur wenn ich keine mehr habe, dann. Ja, ich habe dir wieder welche in die Kiste getan, ne? Das hast du ja hoffentlich noch mitgekriegt. Ja. Hier ist nichts. Fallen hier gleich wieder die Assis vom Baum, oder? Ja, aber die Viecher scheinen eher da. Ach, ich dachte, da unten kommt einer angerannt. Alter, da oben hängt ein Baby. Also eine Ja, das Puppe. war aber auch in der allerersten Mission schon so. Das Baby. Da ist noch eins. Da ist wieder ein Specki. Wow, der ist weg. Der ist weg. Wo ist der hin? Der Ja, glitscht ich sehe hier. ihn. Hier hinter uns glitschen sie rum. Ich hab's gesehen, dass einer hinter dir ist. Oh, das ist das. Oh, aua. Au. Vorsicht, hinter dir. Ja, ich bin schon wieder auf dem Boden. Trägst du gar keinen Schaden davon oder was? Ich hier zwei, drei Schläge und dann bin ich schon wieder. Ja, ich lass mich eigentlich nicht so leicht treffen. Das versuche ich auch, aber das klappt irgendwie nicht so wirklich. Stoffstücke. Ich kann mir keine Ahnung, was für ein Zelt bauen bald. Ja, aber das war gerade sehr komisch, weil auf einmal waren hinter uns Zombies. Ja, die kommen teilweise dann aus dem Wald rausgeschossen, glaube ich einfach. Also haben wir schon mal zwei. Also die Hirsche sind natürlich so schnell, da kommst du gar nicht vorweggelaufen, ne? Naja, da musst du zur Seite weglaufen und dann.
Mit der Axt drauf. Nö. Pfeif mir lieber nochmal einen Verband drauf. Ich hab davon nicht so viele. 8 Stück jetzt. 7 Stück jetzt. Das sind eigentlich Hunger und Durst. Da kann man noch mit leben. Haha. Ja, da kann man noch mit leben. Da. Oh, Dicker. Wenn er explodiert, dann ist wieder vorbei. Ah, da oben kommt nämlich auch schon der nächste an. Ja, dann lass mal. Also kein. Ja, jetzt hat zumindest einen Boom gemacht. Naja, doch nicht. Keine neue Musik. Hinter dir? Ja, ich wollte sagen, da kam wieder einer aus dem Gebüsch. So, jetzt gucken wir dazu, wie er auf die Schnauze kriegt. Dann geht mich ja nicht. Ich kann ihm ja nicht helfen, das ist ja das Problem, wenn ich ihn daneben stelle. Ja, ansonsten bin ich sofort tot. Hau ich ihn mit meiner Axt rein, oder? Aber ich bin auch gleich tot, lass mal mich ein bisschen nach vorne. Ja, den Ding. Soll ich den abknallen? Damit geht das eigentlich mit einem Schuss. Ja, dann. Ja, ich bin jetzt sowieso gleich tot. Ja, jetzt kommt die Musik. Wow! Ja, ich bin tot. Oh, das sind zwei hier. Geh mal ein Stückchen weg. Ja, geh mal ein Stückchen weg. Ich wäre hier von den Hirschen zerfleischt. Man nützt ja nichts, muss ja trotzdem da irgendwie ran. Guck mal, dass so auf halbwegs Schlagdistanz drin. Ich versuch mal irgendwas da oben wegzuknallen. Nee, ich bin. Ich bin gleich ausgeblutet. Jetzt, ich sehe schon was an, du Ohren. Ja. Bin schon weg. Oh. Was minus 10. Achso, das ist, weil es jetzt in einer Mission ist. Genau. Das ist natürlich äußerst. Naja, tragisch ist jetzt auch so. Ein Hirsch ist noch tot. Aua. Aua. Kommt da gerade jemand aufs Maul? Nee, beide Hirsche sind jetzt tot. Aber so gut geht's mir jetzt auch nicht. Ich schmeiß mir nochmal einen Verband rein. Alter, du überlebst denn jetzt die Schuss? Was bist du für ein Sau? So, jetzt aber. Ah, das sah die Musik endlich aus. So, dann gehen wir mal hier zur Stelle des Schlechters. Ist hier noch irgendwas rum, was man brauchen kann? Nee. Also einen hier schauen wir nur noch. Ja, direkt 2 Stück dann kommen, ne? Rechnest du ja nicht mit. Hier liegt aber auch sehr wenig rum, muss man sagen. Deswegen gefallen mir die Städte besser. Da kommen wir wesentlich besser looten. Ja, es ist so irgendwie angenehm. Ich finde hier so ein blöder, komischer Sumpf, das passt irgendwie auch nicht. Ja, es ist halt nun mal eine wilde Insel, ne? Das darf man nicht vergessen. Auf der wir hier gestrandet sind. Ich wette hier in der Mitte von dieser großen. Oder ist hier oben was? Hier oben ist auch noch was. Ja, ah, hier oben ist auch noch was. Die sehen schon halt an. Ich will ihn dann aller Ruhe wegballern und er kommt am Schnetzel. Ja, ich spar dir nur die Munition. Hier sollte wieder irgendwo ein Hirsch sein. Ah, da ist ein Dicker. Ja, und daneben ist der Hirsch. Da hat der Hirsch auch nochmal direkt nochmal einen Schaden gekriegt. Aua, ich kam nicht mehr so schnell aus dem Weg gesprungen. Und da habe ich gerade wieder einen Bug gehabt. Na, ah, super. Der Hirsch ist schon mal tot. Jetzt habe ich gar nicht, jetzt sehe ich zum Beispiel gar nicht, dass du drauf einschlägst. Du schleichst gerade nur da so her. Jetzt ja, ich. Irgendwas ist da nicht so ganz koscher, glaube ich, gerade. Tierhaut habe ich tatsächlich wieder gekriegt. Und gut, wir sind doch. Gut, ja. Also. Ein bisschen was hier. Also dürfte jetzt wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten mehr kommen. Vielleicht finden wir doch noch mal eine Heilpflanze oder so. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das ist ein Arschloch-Sumpf, da gibt's nichts. Ich stehe über einer. So. Habe ich doch gesagt. Nicht immer so negativ. Doch. So, nehmen wir nochmal einen Verband. Da ist nämlich hier von mir Holzstücke. Große Holzstücke. Ja. Nee, aber Sumpf ist hässlich. Ja, und es lohnt sich halt nicht so sehr wie die Stadt. Mann, was soll der? Prügelt irgendwo in die falsche Richtung. Und hier stehen doch noch eine. Okay, passt. Bauen wir weg.
Haben wir hier noch wieder große Holzstücke. Also das ist natürlich, wir kriegen natürlich hier sehr viele Stöcke und so weiter dann, ne? Wahrscheinlich ist es dafür auch wichtig. Ich weiß nicht, was wir noch alles hier bauen wollen müssen Also ich können. weiß gar nicht, was ich noch mit den ganzen Stöcken machen soll. Pfeiler. Ja, noch 5 Millionen. Ja. Guck mal, hier unten ist auch wieder eine Heilpflanze. So. Oh, hier ist nochmal Party. Au. Würde sagen, jetzt ist gleich mit der Party wieder Ende hier. Verbannt und so weiter. Ich weiß nicht, warum du so viele davon hast, ey. Ja, es geht aber auch so stetig nach unten. Ach, jetzt haut er wieder vorbei. Super, ich falle jetzt gleich um. Ja, ich bin umgefallen, weil er ständig vorbeigeprügelt hat. Ich komme schon. Oh ja. Vollpfosten, Okay, ey, ich wieder würde jetzt aber verschwunden. trotzdem ganz gern die Mission beenden. Ja, ich glaube, sie haben nur noch da in der Mitte quasi, haben wir, da wissen es nicht, das Plateau, das Sumpfplateau durchsucht. Da wird auch, glaube ich, nicht viel sein außer Wasser. Insofern. Ja, da unten wäre noch so ein. Ein Ausläufer, ne? Ja. Nein, hier ist eine Heilpflanze. Ich wette gleich, bellt mein Hund. Leider steht hier nämlich vor dem Schlafzimmer rum. Ach, da ein Zombie lässt da über. Ach so, ich dachte, das wärst du, der hinter mir hergelaufen wäre. Dann dachte ich, wir sind jetzt wieder von der Recke gekommen. So. Ne, ich glaube, dann haben wir es hier, wa? In der Mitte halt noch ein bisschen. Vier Halsfliegen. Oh. Hier war noch Stöcker. Da liegen wir. Wow, 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 wow. Ich Pfeiler. bin gleich tot, 100 Pro. Ich Ja, bin gleich ja. tot, oh, ja. Ich bin da. Ah, wunderbar. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kein Problem. Da hatten wir gerade ein So. paar Probleme mit der Das Verbindung. war's jetzt aber. Ja, oben dürfte es aber nicht weitergehen da, ne? Hier hinten oben rechts hast du. Und beenden. Trung. Ja, souverän, souverän wie immer. Also, ja, Ja, mehr oder souverän, weniger. wieder einmal gestorben. Nee, doch, ja, doch klar. Wieder einmal gestorben, ich wollte gerade sagen. Ja, aber es ist halt, wir gehen da auch gerade immer mit dem Minimallevel rein. Wir erkunden hier nichts auf der Insel, wir laufen da immer mit Minimallevel rein und dann ist es, glaube ich, nicht so verwunderlich, wenn man mal zeitliches segnet. Ah, jetzt ich konnte die ganze Zeit immer nur auf Schließen drücken, jetzt konnte ich auch endlich auf Beenden drücken. Ich wollte schon mal sagen, ich habe ja gerade schon wieder einen kleinen Fehler in der Anzeige, aber nee, hat er sich jetzt wieder. So, dann sagen wir mal Meister Kovac. You see, Sir Ja, Magnus, soweit bin ich ja I noch was nicht. right. Bin ja noch im Since you Ladebildschirm. got now, we just have to wait for the Passiert. chorus of new members to arrive. What? The enclosure protecting the Okay, pipelines is Kurve. broken into, but it may have been one of the members of that Was sect hätte? Oh, es gibt eine Building up out west of the Sekte mountains. in den Bergen. They're all happy. Apparently, Eine they've Sekte in established den it, Bergen, ist das der but for nächste now, Auftrag, ja? let's not waste any more time. Dafür müssen wir bestimmt durch den Sumpf. Here is what I see. Panikraum. At this point, if you Ich bin immer noch deplete nicht some da, ich bin immer noch im resources that you Ladebildschirm. need in the same infinity. Ah, Ja, aber jetzt. das ist dann sowieso für nächstes Mal. Ich quatsche mal eben kurz zu ihm. Die sind sehr, sehr schön. So, dann Ja, level ich okay. mal schnell auf. Ja, also wir müssen jetzt uns selber noch nicht aufleveln, weil der oben, der Clifton, hat ja noch immer wieder auf der Etage Schwierigkeitsstufe quasi für uns was. Ja. Aber Okay, hier so der Panikraum. ein bisschen die Fertigkeiten aufleveln. Achso, das ist der Knopf wieder.
Verbesserungen, meinst du? Genau, ja, und wenn wir mal lustig sind, können wir auch einfach mal so. Ich erhöhe mal den Nahkampfwaffengebumse hier, glaube ich. Das habe ich auch und jetzt mal so das Standardzeug noch. Verhungern, verwursten können wir machen. Cardio-Training. Ja, Energieverbrauch so langsam kommt was. Das soll ich auch mal machen. Das ist, glaube ich, schon. Ich habe noch so viele Punkte hier. Ich habe einfach mal alles, was so geht, rausgebuttert. Ja, ich habe hier noch so viele Punkte, deswegen haue ich da jetzt auch gleich mal was raus. Ja, auch geringe Gesundheitswerte können wir auch mal ein bisschen pushen. Dann haben wir hier noch Armbrustexperte, lassen wir erstmal noch weg. Oh, Hunger hätten wir. Hunger. Cardio-Training machen wir. Verdursten machen wir. Verhungern machen wir und dann haben wir noch den Armbrustexperten. Dann haben wir auch, glaube ich, alles rausgepowert, was wir raushauen können. So, dann ist es aber schon wieder Zeit, mein Lieber. Ja, ich muss jetzt so eben kurz hier das Armbrusttraining hier machen. So. Das musste ja auf jeden Fall gesagt sein. Also das andere XP, ja, das sind tatsächlich, man sammelt unterschiedliche XP für den Charakter und das Camp und gleichzeitig für die Verbesserung, also immer andere XP, ne? Wenn ich das richtig jetzt erkannt Genau, habe. man muss das Camp aufleveln, muss seinen Charakter aufleveln und noch verbessern. Ja, Richtig. aber da kriegst du aber andere XP als in deiner Charakter. Also Camp-Bums-XP. Also ich meine, dass das alles in so einem gleichen Pool drinnen ist. Echt? Ja, das ist nämlich das. Man muss immer das Camp aufleveln, dann sich selbst und dann noch Punkte. Und das nicht 1542. vergessen, dass man das halt machen sollte. Tatsächlich. Ja, jetzt haben wir erstmal uns selber wieder geboostet. Jetzt ist ja nicht weiter tragisch. Das Camp ist ja eh schon Level 6. Und wir müssen ja eh noch eine Mission auf Level 5 machen. Da kriegen wir auch noch wieder XP von. Und Ja. dann müssen wir erst uns auf Level 6 bringen. Und wenn es ist, wir können auch mal eine Mission ein zweites Mal dann machen. Das geht dann zum Beispiel auch, klar. Wenn es natürlich auch ein bisschen langweiliger ist, ne? Das ist eine Frage. Weil das kennen wir dann Oh, ja schon. wo ist er? Wo ist er? Wo ist die Möhre? Ich bin hier gerade hochgekommen, den Bunker. Wo bist du denn? Ach, ich spiele hier ein bisschen und lass mich schon wieder halb töten. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, wieder in dem komischen Erdgraben. Ach so, da unten, aber ein bisschen weiter weg. Sehe ich auf der Karte nicht. Ach, da hinten. Ah, gibt's einen Tritt in die vergammelten Eier. Oh, da ist einer. Oh, das ist ein Hirsch. Au. Hat er dich erwischt? Der Hirsch. Ja, hat er. Oh, jetzt hat er mich nochmal erwischt, aber ganz schön übel. Ah, die sind nicht ganz einfach, ja. Also ich will mich eigentlich am liebsten einmal umklatschen lassen, damit du mich wieder hier hochhebst quasi. Weil ich nur so wenig Energie habe. Naja, Also am gut, aber besten sei es ist fast drum. treten, ja. Oh, Aber sei es ich drum. liege im Dreck. Wo liegt er? Ach, da oben. Du kannst auch gegen die Wand laufen, dann klettert er. Ach so, ja, okay, gut. Bitte Hilfe. Der weiß gar nicht, wie lange ich hier noch verbluten darf. Komm, hau mich auch mal eben kurz, dann mein Jungle auch wieder in Ordnung. So. Ach, dich lasse ich jetzt verbluten, Penne. Naja, wenn es euch gefallen hat, ne, dann gebt uns den Daumen nach oben und schreibt uns vielleicht in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Schmarrn, den wir machen, alles verhaltet. Und ja, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt, verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Dürft gerne natürlich auch mal in unsere anderen Netflix reingucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Die Videobeschreibung zu dem Kanal des anderen findet ihr jeweils in der Videobeschreibung ganz unten drin. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es dann wieder hoch zu Klüften geht und wahrscheinlich wieder in den Sumpf, mal angenommen. Ja. Aber ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Wir wissen es selber nämlich noch nicht. Also, bis dann, haut rein und ciao. Jo, Servus.